Jo, Freunde, ich grüße euch. Hallöchen. Okay. Ein kurzes Unboxing von einem Spiel. Es ist jetzt nicht für mich, ne? Es ist halt für meine Frau. Sie ist ein absoluter Anno-Fan und ist ja jetzt gerade vor kurzem Anno 1800 rausgekommen. Und das ist jetzt hier die Sonderausgabe. Ne? Da sind ein paar Sachen drin. Zum Beispiel ein Spielesoundtrack, die eine oder andere Lithografie ist da drin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig eingestellt habe mit dem Fokus. Aber so ungefähr sieht das alles aus. Das machen wir jetzt mal schön auf. Das Cover sieht auf jeden Fall toll aus. Ab 6 Jahre. Ganz wichtig. Ja, ich würde sagen, wir machen das mal auf. So ganz gemütlich. Nehme ich das Unboxing? Ich nehme mal so ein Teppichmesser. So. Wobei das ja eigentlich nur fürs Basteln gedacht ist. Aber naja, der Tom hat's ja. Also ich kenne einen, der würde jetzt erstmal daran riechen und sagt, das ist neu. Ja. Fajnikowski. Ich glaube nicht, dass man das bei Steam, ich glaube, da war doch irgendwas mit Steam, das es bei Steam nicht gibt. Ich glaube, das ist einfach nur bei dem Uplay oder wie es heißt. Ne? Denke ich mal, dass es für Uplay ist. Ich muss natürlich gucken, nicht, dass da irgendwo jetzt irgendwo ein Code zu sehen ist und ihr Füchse, ihr klaut mir denn den Code. Dienstag, 26.02.2019, Ubisoft Blue Byte. Ist das das Release-Datum? Kann man das sehen da? Ich weiß jetzt nicht. Verzeiht mir, aber ich teste immer gerne mit der Kamera ein bisschen rum, während ich da ja, Unboxings mache. Aber da steht irgendwie ein Datum. Ich denke mal, das ist, glaube ich, der Release, ne? Naja, okay. Egal. Wir werden jetzt hier erstmal weitermachen. So. Okay. Maus muss weg. Ich habe übrigens, genau, für die Kamera, was ganz anderes. Hier zwei Akkus. Für die Lumix G70. Jetzt habe ich wirklich einen Nachschub, weil es hat ja mit dem Stromadapter, den ich mir immer geholt hatte, hat das nicht funktioniert. Da war irgendwie, war Grütze. Das habe ich dann wieder hingeschickt. Aber das, jetzt habe ich genau drei Akkus und damit kommt man klar. Guti, wir ziehen das mal raus hier. So. Kann man das so hinstellen. Da kann man noch ein bisschen das Schiffchen sehen. So, das packen wir gleich aus. Anno 1800. Das machen wir jetzt mal auf. Und ich muss erstmal vorab gucken, weil ich immer wegen Codes. Ne? Ansonsten, wenn der auf einmal so ein Code auf einmal rausspringt, dann schneide ich das raus. So, wir haben hier erst einmal, das scheint, genau, das ist die Game, ja, die Soundtrack. Mein Gott, mir fehlen heute die Worte. Ja, Game Soundtrack. Und das sind jetzt hier die ein oder anderen Lithografien, die ja dabei sind. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich hoffe, das Bild ist nicht zu dunkel. Ich kann, das weiß jetzt gar nicht, ob ich das nachstellen kann. Das ist immer das, wenn man manuell an der Kamera ist. Ne? Manuell ist immer besser. Ja. Tobias Mannewitz, Art Director, Artwork, Charakterstudio. Ach so, steht jetzt nichts, was das jetzt ist oder also welcher Ort das ist, aber das ist wahrscheinlich eh nur fiktiv, ne? Oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Feini. Auch Feini.
und Schiff. Schiffe finde ich persönlich ziemlich gruselig. Ich kann mit Schiffe nicht umgehen. Schiffe, weiß ich nicht. Ist nicht so ganz meins. So, ey, das Schiff ist untergegangen. Dann packen wir das mal wieder hier ein und dann packen wir gleich mal das Spiel an sich aus. Auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache. Anno 1800. Da freut sich meine Frau so sehr drauf. Sie hatte schon hin und wieder mal Videos angeguckt online, hat sie sich immer heiß gemacht. Sonst mache ich das immer. Aber naja, sie braucht halt Anno. Erlebe das spannende Zeitalter der industriellen Revolution, entdecke neue Rohstoffquellen und sende Expeditionen nach Südamerika. Beweise dich im 19. Jahrhundert, erschaffe eine blühende Metropole und ein lukratives Netz von Handelsrouten. Genau. Braucht das jetzt? Ich bin jetzt überfragt. Hier steht nämlich nichts von Aktivierung. Muss ich das jetzt bei Uplay aktivieren oder Laptop-Modelle dieser Karten können funktionieren? Okay, Betriebskonfiguration. Was brauchen wir denn? Betriebssystem Windows 7, 64. Nur 64-Bit. Prozessoren Intel Core i5. 3470, 3,1 oder dann bla, Soundkarte. Wird schon laufen. Na, also wird schon laufen bei ihr. Gut, da muss man später gucken. Vielleicht steht noch irgendwas hier im Spiel direkt drin, ob man das irgendwie aktivieren muss. Auf jeden Fall eine schöne Edition. Schöne Sonderedition. Können wir doch hier auf Pool. Na. Boah. So. Eine kleine Kerbe, das reicht schon. Das krümelt erstmal auseinander. So. Und das war jetzt mal wieder hier nichts. Also, Messer von Teppich, Finger weg. Oh. Welch angenehmer Duft. Alles klar, ich mach mal kurz auf. Und siehe da, ein Code. Hahaha. Den drehen wir mal um. So. Ich denke mal, das muss man wahrscheinlich nicht online aktivieren, weil das sind ziemlich viele CDs. Eins von vier CDs. Auf der anderen Seite, hier unten ist ein Code. Ich kann da mal kurz gucken. Garantie. Der Nutzer erkennt ausdrücklich an. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Was ist das für ein Code? Da steht einfach nur Install-Code, Download-Code, Your Content. Wahrscheinlich muss ich das doch freischalten bei Uplay und dann kann man es da mal downloaden noch, falls man keine CDs hat. So sieht es von innen aus. CDs brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt alle rausholen, aber so wie es aussieht, sind sie alle gleich bedruckt. Und schauen wir noch mal hinten. Hinten ist genau das gleiche wie auf der Hartverpackung. Anno 1800, Sonderausgabe. Schönes Ding. Ich muss jetzt langsam zum Feierabend kommen, weil ich höre meine Frau hinter der Tür, die kratzt schon, sie will das spielen. Ach, herrlich. Gut, alles klar. Dann danke fürs Zuschauen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.